Aus diesem Grund solltest du in Italien niemals ein Cappuccino nach 11 Uhr trinken. Wenn du das nämlich tust, dann outest du dich in Bella Italia ganz schnell als Tourist. Denn den Cappuccino trinken die Einheimischen dort in der Regel nur zum Frühstück. Klingt erstmal etwas absurd, doch gerechtfertigt wird das Ganze so. Der Cappuccino wird in Italien als ein schweres Getränk angesehen, das die Verdauung nicht anregt, sondern erstmal selbst verdaut werden muss. Somit ist es dort ein absolutes No-Go, diesen direkt im Anschluss an eine Mahlzeit zu bestellen. Das gilt auch für andere Kaffeespezialitäten mit Milch, wie zum Beispiel den Kaffee Latte. Die einzig annehmbare Wahl wäre hier der klassische Espresso. Dieser wird in Italien rund um die Uhr getrunken. Natürlich ist diese Regel nicht in Stein gemeißelt und in allen gastfreundlichen italienischen Cafés wirst du auch nach 11 Uhr den Kaffee deiner Wahl bekommen. Aber vielleicht kassierst du dann auch ein paar komische Blicke. Wenn du noch mehr über Italien lernen willst, dann schau dir doch mein ausführliches Faktenvideo über das Land an.